Ja gut, hier sind wir richtig. Wow, was geht hier gerade ab, Leute? Alter! Hi Freunde, willkommen zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben nicht vergessen, damit ihr immer auf den neuesten Stand bleibt, um nichts zu verpassen. Und wir machen jetzt hier eine Mission von Tafel und Enno Cordova weiter. Und gucken, was sich denn hier so hinter Kashyyyk verbirgt. Wir brauchen unbedingt einen Speicherpoint. Dann sind wir kräftig am Hintern. Ah, hier müssen wir rüber. Es geht also gar nicht nach oben. Also ganz nach oben. Nix da mit Happa Happa. What the fuck, ey? Sorry für den Ausdruck, aber ich muss hier jetzt erstmal gucken, wie es weitergeht. Ey, Mann, Alter. Ich schwör's euch, diese Viecher gehen mir an die Substanz. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hätte mal den Bericht, glaube ich, lesen sollen. Ja, Fail. Ich habe hier echt auch gerade momentan gar keinen Plan, ne? Ah, alles klar. War eine Fehlfunktion von Kerl, also. Du legst dich mit dem falschen Jedi an, mein Freund. Du, komm mal ran hier auf den Meter, du Raketenwerfer. Schnell nach oben. Ein Speicherpunkt wäre aber ziemlich nützlich. Bevor ich hier noch abkratze. So, schon wieder tauchen oder was? Yep. Wieder ein kleines Secret. Was bekommen wir denn diesmal? Verzeihung. Neuer Sender erhalten. Frieden und Gerechtigkeit. Alles klar. Ja, Frieden und Gerechtigkeit wäre mal schön. Auch bei uns in der Welt. Davon herrscht leider viel zu wenig. Bin ich der Meinung. Na gut, ich schätze mal, wir haben hier den Weg jetzt gefunden. Wer das Imperium auf Kashyyyk auch so treffen hätten? Die Jedi sollen Symbole der Hoffnung sein, aber ich
Die Inquisition hergeführt. Marie und Carful bauen auf mich. Habe ich sie schon wieder gefährdet? Ah, endlich. Oh, Erleichterung. Ein Speicherpoint. Fähigkeiten mal um. Gucken wir mal, was wir machen können. Überleben. Kelch, maximales Leben erhöht sich. Sehr schön. Wunderbar. Dann gehen wir nochmal auf Ausruhen. Endlich mehr Energie. Sehr schön. So. Dann wird es hier weitergehen. Oder gab es hier noch was? Nö. Jawoll, und wir sind oben. Bumm, vernichtet. Hab dich. Komm schon, greif mich an. Ey, sei nicht so ein unfairer Penner, Mann. Zack. Das war's für dich. Geh weg. Für wen war es hier gleich, hä? Ich werde dich sagen. Bist du bereit, Jedi? Lackaffe. Geh mir doch nicht auf den Sack, Mensch. Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Oh. Ach, hier ist er. Was ist das? Gell. Elektrohammer-Auslöschungstrupp. Elektrohammer-Auslöschungstrupp. Langsame, schwere Waffe bietet Möglichkeiten für Präventivschläge. Gelegenheit zum Gegenangriff während Erholung nach schwerem Angriff. Auslöschungstruppler sind gefürchtete Schüler der imperialen Inquisition. Die Jagd auf Überlebende des verräterischen Ordens der Jedi machen. Ja. Diese in allen Teilen der Galaxis operierenden Spezialeinheiten sind perfekte Nahkämpfer, die einen extra Hammer als Primärwaffe nutzen. Der Elektrohammer ist zwar langsam, erzeugt aber eine tödliche Schockwelle, die Gegner betäubt und den Zielen schweren Schaden zufügt. Die Aufladung dauert allerdings eine Weile. Diese Truppler tragen eine schwere Rüstung, die selbst Angriffen mit Lichtschwertern standhält. Alles klar, sehr gut zu wissen. Eine Runde. Ich schätze mal, hier sollen wir nach oben. Jetzt sind wir hier wieder in der Wookiee-Behausung. Holy shit. Eine Bracca-Schrottrate spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Wer war das? What? Alter! Holy shit! What an action! Crazy Factory! Oh, Kerl, warum bist du nicht gesprungen? Junge! Da drückt man X und der Typ springt nicht, ne? Krasser Typ schon mal. Ja, ey, Mann, ey, Junge, jetzt springt er, aber nicht da, wo er hin soll. Fail. Alles wieder von vorne.
Ätzend. So. Geht doch. Festhalten! Na gut, hier sind wir richtig. Wow, was geht hier gerade ab, Leute? Alter! Nein, oh Mann, er springt nicht, ey Junge, warum springst du denn nicht? Zack. 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 Und los geht's. Alter, crazy. Also die Kashyyyk-Mission feiere ich ja mal derbe. Richtig geil. Wuhu, Alter. Ja gut, unser Ziel haben wir erreicht, aber da hinten ist noch eine Kiste. Die lasse ich mir doch nicht durch die Finger gehen. Neues Lichtschwertmaterial erhalten, Bronzium. Jawohl, nice. Muss jetzt mal gucken, wo lang. Ah. Schätze mal, wir haben's. Ja, Punkt. Ausruhen. So. Dann mach hart. Jetzt mal hier einer meiner Hand. Ich kann auch kommen, es kommt ja entweder nächste Woche oder nächsten Monat. Ja, kommt dann mein neues Mikro an, richtig nice. Dann wird meine Voice in den Videos auch noch besser sein, also da könnt ihr mich auch besser verstehen. Freue ich mich schon sehr drauf. Und dann bald auch The Last of Us Part 2. Dann auch als Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, das sagt euch zu, meine Freunde. Würde mich freuen, wenn ihr euch das auch anschaut. Wenn ihr auch mit dabei seid, mit eurem Support und so weiter. Und im Oktober geht's dann weiter mit Squadron. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, kann ich euch sagen. Ein bisschen Weltraum-Action, richtig geil. Das hat mal wieder lange gefehlt. Das letzte Mal, dass wir mit Star Wars so im Weltraum umherdüsen konnten,
Das war halt bei Star Wars Battlefront 2. Ja, wird auf jeden Fall, denke ich, richtig nice werden. Hey, BD! Nix da. Tschüss. Ja, wie kommen wir jetzt da hoch? Müssen wir doch hier bestimmt irgendwo hochkommen. Irgendwie muss hier einen Weg nach oben geben. Frag mich nur wie. Ah, warte mal. Ich ahne schon etwas. Och. Nee. Leider auch nicht. Wenn wir vielleicht da drauf jumpen. Boah, nicht runterfallen. Das wäre bitter. Oder? Ja, doch, Tatsache. Komm. Wie ich halt nur wie aufmachen. So, sehr schön. Wissen nicht, ob er freundlich ist. Alter. Was, die neunte Schwester? Wow. Shit, ist das etwa ein Bossgegner oder was? Oder ist das Viech Jedi freundlich? Das wäre schon mal gut zu wissen. Hast du was? Schiovogel. Mein Freund, als Tafel Unse uns herführte, sprach er vom Schiovogel, einer herrlichen Kreatur. Er sagte, der Vogel beschützt den Wald. Es ist selten und fast schon eine Legende. Ich möchte mehr über diese Kreatur wissen, aber das Astrium muss Priorität bleiben. Hoffentlich kann ich zurückkehren und mit Tafel den Schio suchen. Ja, alles klar. Der beschützt also uns und den Wald. Was? Wo sind wir denn jetzt? Krass. Heftig. Ah. Neue Fähigkeit. Wenn du neue Macht. Steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Lass los, was du zu verlieren fürchtest, und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Vielleicht bist du der falsche Padawan. Meister? War nur ein Scherz, Kerl. Vergiss die Meinung anderer. Sie sind eine Schwäche, die der Feind ausnutzen kann. Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. Ja, natürlich schaffe ich das. Doppelsprungübung oder was? Aufs Timing konzentriert. Tatsache. Jawoll! Jedi Salto. Richtig geil. Jawoll. Ja, Freunde, dann hören wir hier auf der Stelle auf.
Ich speichere noch schnell, fülle unsere Energie auf und dann sehen wir uns auch hier schon wieder im nächsten Part. Haut rein. Ah, geil. Erstmal neue Fähigkeiten. Ja, nee, will ich nicht hinzufügen. Erstmal ausruhen. Dann war's das. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.